Heute Mittag kam es zu einem schweren Unfall in Frönnenberg. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Haltern kollidierte gegen 13.27 Uhr auf der Iserlohner Straße in Richtung Frönnenberg mit einem 54-jährigen Motorradfahrer aus Iserlohn. Dieser wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 83-jährige und seine 80-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.